Willkommen zurück zu Mafia 2. Ich bin euer Digi-Gamer. Wir sind jetzt hier am Hafen und wollen jetzt hier einen Job annehmen. Wegen der Mom. Und wie schon gesagt, was die Mom sagt, wird gemacht. Mach die Tür zu, es zieht. Was willst du? Tja, ich suche Mr. Pappalardo. Ach ja? Wieso? Ich heiße Vito Scaletta. Mein Vater hat für ihn gearbeitet und ich suche einen Job. Darum bin ich hier. Tja, dann bist du hier richtig, Söhnchen. Federico Pappalardo steht zu Diensten. Du kannst direkt zu mir sagen. Ich glaube, ich kenne deinen Vater noch. Guter Mann, hat nur gesoffen wie ein Loch. Wie geht's ihm denn so? Er ist tot. Oh, naja. Irgendwann müssen wir alle abtreten, oder Steve? Sicher, Derek. Du brauchst also Arbeit, hä? Hast Glück, Junge. Wir haben gerade eine neue Ladung bekommen, die gelöscht werden muss. Steve wird dir alles zeigen. Und jetzt verzieh dich, mein Steak wird kalt. Jo, Steve, dann zeig mir das mal. Ah, komm mit. Pack den Stapel Kisten hier auf den Laster. Wenn du fertig bist, gibt's 10 Mäuse. Wenn was verloren oder kaputt geht, gibt's nix. Jetzt fang an und lass dir nicht den ganzen Tag Zeit. Dann wollen wir mal die Kisten nehmen. Wer will denn den ganzen Tag Kisten schleppen, verdammt? Ist die schwer. Eine noch. Mann, und das alles für lausige 10 Kröten? Das ist doch ein Witz hier. Genau. So. Okay, mal gucken bei der nächsten, was der da sagt. Ach, wie stehen dir das durch? Ich mach's erst seit 5 Minuten und könnt schon kotzen. Okay. Schon fertig? Ja, fertig. Und das Geld können Sie behalten. Als ich sagte, ich brauche einen Job, meinte ich keine Sklavenarbeit. Wie du meinst, dann verpiss dich, du Penner. Und lass dich hier nie wieder blicken. Ha. Bei Barbaro und Co. kann ich 100-mal mehr verdienen. Warte mal, sagtest du Barbaro? Joe Barbaro? Ja, na und? Scheiße, niemand, der für Joe arbeitet, würde für einen Apfel und ein Ei Kisten schleppen. Willst du mich verarschen? Komm mal mit. Oha, was haben wir denn jetzt los? Was haben wir denn jetzt gemacht? Was haben wir jetzt gemacht?
Was ist? Das Jungchen steht nicht auf körperliche Betätigung. Willst du mich verarschen? Sagt, er arbeitet für Joe Barbaro. Blödsinn. Wer würde denn Kisten schleppen, wenn er für Joe arbeitet? Das musst du mir jetzt mal ein bisschen genauer erklären, Söhnchen. Komm, schieß los. Meine Mutter will, dass ich mir eine ehrliche Arbeit suche, aber hier verdiene ich einfach nicht genug. Weiber sind doch alle gleich. Oder, Steve? Sicher, Derek. Bestimmt meint sie, dass Joe ein schlechter Umgang für dich ist, habe ich recht? Meine Mutter war genauso und schau, was aus mir geworden ist. Gewerkschaftsboss. Ich habe das ganze verdammte Hafengebiet unter Kontrolle. Wie geht's Joe? Ich denke mal ganz gut. Wie hast du ihn kennengelernt? Na, wir sind in der gleichen Gegend groß geworden. Ich bin gerade aus dem Krieg zurück und bei ihm untergekommen, bis ich wieder Fuß gefasst habe. Hör zu, du wirst verstehen, dass ein Mann in meiner Position vorsichtig sein muss. Sicher. Dann hast du sicher nichts dagegen, wenn ich Joe anrufe. Nur zu. Wo habe ich denn seine Nummer? Ah, da ist sie ja. Playboy. Er ist vielleicht nicht da. Das wäre gar nicht gut. Hi Joe, hier ist Derek. Hör mal, hier ist so ein Grünschnabel. Wie heißt du nochmal? Vito. Vito. Er sucht einen Job und sagt, er wäre ein Freund von dir. Ein guter Freund. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Aha. Okay. Kriegsheld und alles. Gut, alles klar. Danke, Joe. Wir sprechen uns später. Entschuldige, mein Sohn. Musste sein. Joe sagt, du kommst gerade aus Italien zurück. Du brauchst ein anständiges Auskommen. Wenn du ein bisschen über Tarif verdienen willst, habe ich was für dich. Die Jungs hier im Hafen sollen eigentlich eine monatliche Gebühr fürs Haare schneiden zahlen, aber die Hälfte von ihnen blecht nicht. Ich brauche jemanden, der ihre Zahlungsmoral hebt. 10 Mäuse pro Mann. Und wenn sie keinen Haarschnitt wollen? Tja, dann musst du sie zu ihrem Glück zwingen. Oha. Verstehe. Und wenn einer Ärger macht? Dann schlägst du ihn kurz und klein. Sagen wir, du erteilst ihm eine Lektion, aber so, dass er morgen wieder zur Arbeit gehen kann. Deshalb lassen wir da auch den guten Steve nicht ran. Oder, Steve? Sicher, Derek. Wenn du mindestens 150 eintreibst, gebe ich dir 50. Das ist doch kein schlecht verdientes Geld dafür, dass du an der frischen Seeluft bist und neue Bekanntschaften schließt. Na, wie wär's? Klar, hey. Besser als scheiß Kisten schleppen. Okay, dann also los. Haha. Mitarbeiter hoch auf die Fresse rum. Das machen wir doch gerne. Ich komme wegen der Kohle für den Haarschnitt. Oh ja, muss ich vergessen haben oder so. Danke. Ist das Beste für alle. Hey, Kumpel. Derek meint, du sollst den Haarschnitt bezahlen. Klar, hier. Ich will keine Probleme. Das nächste Mal zahl pünktlich, okay? Danke. Jo. Hast gehört? Das mache ich dort. Da oben noch welche gewesen? Eigentlich dachte ich, könnte da. Hey, Derek will das Geld für den Haarschnitt. Hey, was soll ich denn bei einem verdammten Friseur? Er spuckt dir auf die Glatze und poliert sie dir. Was soll ich dir sagen? Ja, klar, hier. Aber sagt Derek, er könnte mir wenigstens Rabatt geben. Nächstes Mal nicht wieder auf den letzten Drücker. Haha. Hey, Kumpel. Derek meint, du sollst den Haarschnitt bezahlen. Hey, Arschloch. Ich bin nicht in Stimmung. Geh mir aus den Augen, bevor es dir leid tut. Ach, keine Chance, Kumpel. Derek will seine Kohle. Derek kann mich mal. Was soll der Fettsack schon machen? Mich abmurksen? Hey, das hast du gesagt. Warum versuchst du's dann nicht, Arschloch? Los, du! Ja.
Na los, kämpf ihn, Mann! Zeig's ihm! Oh, 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 oh. Mach ihn alle, den Wichser! Mach ihn kalt! Das ging ja schnell. Okay. Hat noch jemand ein Problem damit, seinen scheiß Haarschnitt zu zahlen? Ui. Wie er da liegt, ist auch nicht gesund. So. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Mafia 2. Ich bin euer DigiGamer. Tschüss.